Grenzen gesetzt, wohlgemerkt der Fantasie der Schnüffler. Wie jetzt durch Edward Snowden bekannt wurde, sollen sie auch Smartphone-Apps, Spiele wie Angry Birds, aber auch die mobilen Dienste von Twitter, Facebook und Google Maps ausspähen. So lassen sich auch private Adressbücher knacken. Oliver Flamm mit den Einzelheiten. Mehr als 1,7 Milliarden Mal wurde Angry Birds weltweit heruntergeladen. Kaum jemand ahnt, dass das Spiel mit den kleinen, bösartigen Vögeln persönliche Daten der Spieler weitergeben kann. Ein wahrer Datensammler ist diese Taschenlampen-App für Google-Handys. Sie überträgt sogar den Aufenthaltsort und die IP-Nummer des Smartphones. Viele Apps speichern sensible Informationen, die die Nutzer bereitwillig eingeben. Andere greifen etwa auf Telefonnummern oder E-Mail-Adressen ihrer Kontakte zu oder speichern, wann und wo ein Foto aufgenommen wurde. Werden diese Informationen an die Server der Firmen gesendet, geraten sie ins Visier britischer und amerikanischer Geheimdienste. Da können möglicherweise auch sehr sensible Daten übertragen werden, also weit mehr als nur mein Name und meine E-Mail-Adresse. Zum Beispiel bei einer Partnervermittlungs-App könnten meine sexuellen Vorlieben weitergegeben werden, bei einer Fitness-App mein aktuelles Gewicht und bei einer Karten-App, wo ich mich gerade aufhalte. Problematisch ist auch das Hochladen von Fotos auf soziale Netzwerke. Die Geheimdienste erfahren nicht nur, wann und wo das Foto gemacht wurde, sondern auch, wann, von wo und von wem es hochgeladen wird und darüber hinaus, wer die Freunde des Überwachten sind. Aus Sicht der Ermittler ein Volltreffer, wie NSA-Unterlagen belegen. Ich bin nicht der Meinung, dass wenn jemand etwa Spiele spielt auf seinem Mobiltelefon oder einen Facebook-Account hat und einige Daten über sich selbst preisgibt, er damit gleichzeitig einwilligt, allumfassend und in jeder Hinsicht in seinem alltäglichen Kommunikationsverhalten gespeichert zu werden. Nur ein internationales Datenschutzabkommen könnte daran etwas ändern. Bis dahin arbeiten die US-Geheimdienste weiter wie bisher. Nach einer Operation schnell wieder gesund werden, das möchte jeder. Da kommt es auf die geeignete Nachsorge an.